Wenn sich im großen Periodensystem ein paar Einzelne so gut verstehen, dass sie sich annähern und probieren, miteinander zu fusionieren, bis Moleküle sich verbinden und Strukturen neu erfinden, die sich an Enden zärtlich fassen, bis sie ineinander passen, um sich zu vereinen wie noch nie, dann stimmt die Chemie. Doch wie funktioniert dieses Spiel? Der kleinsten Teilchen im Austausch miteinander, die einen Urgewalt, die anderen zugewandert, die einen ergänzend, die anderen verwebend, Elementares erlebend, die Erde verstehend. Also was lässt sich verwandeln und was hindert uns daran zu handeln? Wir stehen auf den Schultern von Riesen und spielen mit dem Fortschritt, ich habe noch nie. Verrückte Formeln bescheren uns knallbunte Drinks und irgendwo bauen böse Buben billige Bomben, die Büchse ist offen. Sicherlich wartet darin auch ein Snack aus dem 3D-Drucker. Geschichte wird gemacht. Fortschritt wird erdacht, Zukunft wird gebaut, im Reagenzglas wie im Internet. Nur wer wird die Regeln verstehen? Schreiben wir sie stets aufs Neue. Stellen sie auf den Prüfstand. Gab es jemals Fortschritte, die der Mensch zu früh fand? Aus Zukunftsangst entwickeln wir Zukunftsanfang. Mit menschlichen Ideen als Vorbild für Maschinen. Im Einklang des nimmermüden Eifers der Erfindung und dem einstudierten Clou, diese praktisch zu bedienen. Vom Einfall zur Vision, über die Form zur Gestaltung. Von der Entwicklung zur Produktion, zur Vermarktung, zur Verwaltung. Wissenschaft und Technik im Handlungsstrang, Theorie und Praxis Hand in Hand. Und wonach sucht der Alchemist in diesem Spiel? Die Antwort selbst gibt die Chemie. Die Bewegung ist das Ziel. Ein Interesse zu wecken, mit der Zeit zu gehen. Und stetig weiterzuentwickeln, für Gutes einzustehen und erforschen zu erkennen, wozu wir fähig sind, wenn wir Elemente zusammenbringen. Denn wenn sich im großen Periodensystem ein paar Einzelne so gut verstehen, dass sie sich annähern und probieren, miteinander zu fusionieren, bis Moleküle sich verbinden und Strukturen neu erfinden, die sich an Enden zärtlich fassen, bis sie ineinander passen, um sich zu vereinen, wie noch nie. Dann stimmt die Chemie.